Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Michael Funk. Heute mit prominenten Gästen wie Ralf Hoffmann, Jörn Geffertz und Lou Richter. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Okay, dann begrüßen wir jetzt weiter Nadine mit unserem Gast Jörn Geffert. Yes. Jörn ist Trainer beim SV Eigengamme. Applaus, 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 Applaus. Bitte, nehmen Sie Platz, Monsieur. Vielen, vielen Dank. Nadine wird dich festschnallen, damit du unseren Fragen nicht ausweichen kannst. Okay. Da sind wir ganz rigoros. Okay. So, wir können schon mal fragen. Michael, ja. Erzähl mal. Geffi, wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Du bist ja auch als Spielerberater unterwegs, auch beim ganz großen Sport, sprich erste, zweite Bundesliga. Und da habe ich heute was ganz Besonderes, und zwar einen Aufruf. Und zwar, wir suchen für einen talentierten Zweitligatorwart, welcher bei uns in der Stadt spielt, eine kleine Wohnung Richtung St. Pauli, 50 Quadratmeter groß. Keine Besonderheiten, er hat keine Haustiere, er hat nur eine Allergie, er hat eine Rautenallergie. Solltet ihr also eine kleine Wohnung haben für einen Zweitligatorwart, dann meldet euch, ihr wisst, bei dem Verein, wo der Herr jetzt spielt, da ist das Budget auch nicht so groß, also nicht zu teuer, und wenn es geht, Richtung St. Pauli. Ihr könnt uns melden bei uns auf der Webseite oder auf unserer Facebook-Seite, und dann geben wir das weiter. So, dann fangen wir es mal an, mein lieber Jörg. Ja, SV Eigengamme. Letztes Jahr hervorragende Landesliga-Saison. Noch nie so gut in der Landesliga platziert gewesen. Eigengamme kommt aus meinem Heimatgebiet. Ja. Dassendorf hat auch gleich mal zum Anfang der Saison eine Klatsche gekriegt von euch. Passiert. Jetzt seid ihr nicht ganz so gut in die Saison gestartet, aber die Saison ist jung. Was möchtest du da mal in die Runde sagen zu der Saison? Was habt ihr vor? Wie schätzt du euch ein? Ich denke, dass wir... Bisschen lauter. Okay, ich denke, dass wir halt im Laufe der letzten Rückrunde nicht über Level gespielt haben, aber eben in einem Riesenlauf. Ne? Wir haben tatsächlich jede Woche, wir haben das Spiel ein bisschen umgestellt, ne? In der Winterpause sehr offensiv, ne? Mit dem Thema umgegangen, und das hat halt einfach jede Woche funktioniert. Wir haben nur gegen die beiden ersten und zweiten dann verlieren müssen. Und ich glaube, dass das Problem einfach zu Beginn dieser Saison das war, dass wir einfach das Verlieren wieder lernen mussten. Ne? Das waren Dinge, die man sich ansonsten tatsächlich hart erarbeitet hatte, sind ein bisschen laxer angegangen worden, irgendwie von fast allen. Ne? Und dementsprechend ist es dann teilweise eben auch nach hinten losgegangen. Und das ist. Du bist ja nun auch, ganz anderes Thema, aber gehört dazu, auch lange Zeit Spielerberater gewesen. Mhm. Erzähl doch mal schon aus dem Kästchen, was war so das erfolgreichste Geschäft, wo du beteiligt warst, was über die Bühne ging? Es waren tatsächlich einige. Ich habe den Marek Minter noch zum Ende seiner Karriere noch nach Rostock gebracht, irgendwie, und den Cedric Macchiali auch zum Ende seiner Karriere noch von Werder Bremen in die Türkei. Na, das waren aber zwischendurch ganz viele. Ich hatte einen sehr renommierten Partner bis 2015, den Wolfgang Vögel. Also einen der größten Agenten. Ja, erzähl doch mal, was man da so international, was man kennt, so. Berbatov zum Beispiel war ein großes Ding. Ja. Petrov damals, große Spieler, viele große Spieler dabei. Ja. Ja, dementsprechend. Es geht ja da mittlerweile schon um sehr, sehr viele Millionen. Wir wissen das ja, ne? Das geht ja also schon dabei schon im dreistelligen Millionenbereich, die da gehandelt werden. Wie siehst du diese Entwicklung des Spielerbetriebs? Wird das sich ins Unendliche hochschrauben, oder wird es irgendwann einen Knall geben? Ich glaube, es wird einen Knall geben, beziehungsweise ich glaube, viel höher kann es jetzt nicht mehr werden. Also hat man auch gedacht, wenn ich aus damals Klinsmann kam für 10 Millionen oder 12 Millionen zu Bayern, dachte man auch schon, das ist sensationell. Ja. Heute kriegt man dafür noch nicht mal den ihren Platzwart. Das stimmt. Ne? Aber ich glaube, Neymar wird schwer zu toppen sein in Zukunft. Das,
war schon sicherlich das größte Fund im letzten Sommer. Ja. Wobei, ich würde da auch gerne mal eine Lanze für die Spielerberater brechen. Viele denken ja, es ist so, da wird ein Spieler von A nach B dann verkauft, dann schreibst du die Rechnung und kassierst die Millionen und das ist es dann. Wer einmal mit Gaffi essen war, der weiß, dass das Telefon die ganze Zeit klingelt. Und was muss ein Spielerberater eigentlich für einen Spieler alles machen, wenn er ein guter Spielerberater ist? Also für mich, ich kann da immer nur für mich persönlich sprechen. Ich weiß, es ist eigentlich wieder der Norm des Marktes. Ist es tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass es nur darum geht, tatsächlich schnell viel Geld zu verdienen. Und dementsprechend bei mir war es immer anders. Ich bin ein komplett überzeugter Fußballromantiker. Und das werde ich immer bleiben. Und darum kann ich auch wunderbar differenzieren zwischen ganz, ganz großem Fußball und dann meinen Jungs in Altengamme. Das ist wunderbar zu handeln. So. Und ich glaube nach wie vor, und das habe ich auch immer gesagt, seit 2001 bin ich in diesem Business halt ganz klar eher der Freund der Spieler zu sein. Das ist nicht immer gut gegangen, weil auch Spieler dann wegen mit anderen Agenten und mit dem Hintergrund von mehr Geld, was es zu verdienen gab, dann eben auch mich verlassen haben. Aber trotz alledem werde ich diesen Weg immer weitergehen. Auch tue es auch heute so, ganz einfach den freundschaftlichen Weg zu fahren. Die verrückteste Geschichte, so bei mir rief letzte Woche Maxi Hoffmann an, sagte, du, ich habe einen Torwart, der spielt jetzt in der zweiten Liga bei euch in der Stadt, wir brauchen eine Wohnung. Das war der Wohnungsaufruf gerade. Mhm. Was hast du für deinen Spieler schon alles besorgt? Eine Freundin? Auch? Okay. Klar. Auch das ist zu leider strafbar. Ne? Naja, könnte. Also ihr seht, die Aufgaben eines Spielerberaters sind sehr vielfältig. Gaffi kriegt das immer hin, denke ich wohl. Ja. Also es geht nicht nur darum, den Spieler von A nach B zu verkaufen oder einen neuen Verein zu suchen, sondern gerade einen Spieler, der vielleicht nicht zum Einsatz kommt, auch dann aufzubauen. Mhm. Mhm. Vor dem Spiel zu telefonieren, nach dem Spiel zu telefonieren. Genau. Das sind auch Aufgaben, die da ein guter Spielerberater zu erledigen hat. Denke ich schon. Ja. Okay. Mal ganz was anderes von den hohen Millionen für Deals. Man sagt ja, der SV Altengamme ist also da einer der letzten Dorfvereine. Mhm. Mhm. Was macht ihn so besonders? Als Dorfverein? Ganz besonders ist tatsächlich, ist ja auch ist der letzte Verein in Hamburg sozusagen an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Und danach ist ja eher schon Schleswig-Holstein. Na, und von daher ist es bei uns tatsächlich so, wir bezahlen nicht, ne, sondern unsere Spieler, wir entwickeln, ne, junge Spieler, ne, jederzeit. Und bei uns ist tatsächlich einfach ein Riesenbrett, dass die Jungs nach jedem Spiel, teilweise auch vor jedem Spiel, einfach miteinander zu tun haben. Das tun teilweise dann wirklich auch alle 25, die zusammen beieinander bleiben. Wir haben eine perfekte Infrastruktur, ne, bei uns da draußen ne, von daher ist es tatsächlich eine absolute Besonderheit in der heutigen Zeit, dass wir in Ruhe entwickeln dürfen, junge Spieler immer wieder besser machen, die wir dann Sommer für Sommer dann auch in die höheren Ligen abgeben dürfen. Na, und das ist halt letztlich das, was in Hamburg vielleicht nicht einzigartig ist, aber einigermaßen. Wollen wir so sagen, wie viele Spieler aus eurem Kader sind nicht aus Altengamme, aus der Umgebung? Ich glaube keiner. Also aus richtig. Der Umgebung sind sie tatsächlich alle, aus Altengamme sind eine Menge, ja. Aus der Umgebung sind alle. Also es ist wirklich so, wie man sagt, eine richtige Dorfmannschaft, absolut. Ein Amateur. Also ja, Bergedorf ist da schon wirklich ein kracher Weg für die paar, die aus Bergedorf kommen. Ja, und der Rest kommt aus den vier Landen und wird eigentlich auch so rekrutiert. Wo soll die Reise hingehen? Landesliga, ist das eure Champions League? So wie für Dassendorf die Oberliga, die höchste Liga ist, wo wir spielen wollen, wo wir spielen können. Oder sagst du, nö, wenn wir weiter an uns arbeiten, wir würden uns auch vor der Oberliga nicht wehren? Das wäre so. Das wäre so. Diese Jungs bekommen das hin, dass sie mit einer überragenden Mentalität und einer wirklich großen Leidenschaft eben auch arbeiten zu wollen, jeden Tag oder mehr oder weniger jeden Tag, würden wir das auch hinbekommen. Aber der Weg ist lang und im Moment natürlich ganz, ganz weit. Ne? Das ist schon so. Ist die Landesliga denn auch auf diesen puren Amateurstatus denn überhaupt dann machbar, weil da wird ja doch schon in der Landesliga das eine oder andere gezahlt. Absolut, hast du recht, aber wir werden das trotzdem so versuchen. Wir arbeiten an unserer Infrastruktur. Ihr werdet versuchen, das als Amateure durchzuziehen oder versuchen, Sponsoren dafür zu bekommen? Wir bekommen Sponsoren, ne? Ach so. Also aus diesen Förderkreisen, aber ja. Das geht halt dann, wir haben
haben jetzt so ein LED-Flutlicht bekommen, was am Ende des Jahres dann eben auch geschaltet wird. Wir haben diese Kamera, diese Sport-Total-Geschichte, die bei uns aufgebaut wird. Um das Training zu analysieren und das Spiel zu analysieren. Richtig, genau so ist das. Wir haben, ich persönlich finde, mit die stärkste Infrastruktur, die es in ganz Hamburg gibt, haben einen der schönsten Wimbledon-Rasen, den man sich vorstellen kann, und einen Top-Kunstrasen eben zum Trainieren und dann im Winter auch wieder zum Spielen. Unser Clubheim ist eher eine Lounge, die auch so genutzt wird. Unsere Kabine ist für die Kabinenparty eben entsprechend eben auch dann Party-Location. Na, so rum. Und das ist schon, sind physiotherapeutisch wunderbar aufgestellt. Irgendwo sind mit Waschmaschine, Trockner, also einheitlich und alles ist da, das ist so. Und das ist eben auch unser Ansatz, bevor wir sagen, wir geben irgendwo einen 100er, 150 irgendwie für einen Spieler aus. Und dann packen wir das lieber in unsere Infrastruktur und dann versuchen über sportliche Kompetenz da eben die Jungs auch weiterzubringen. Und das funktioniert bisher einwandfrei und hervorragend. Das ist ja auch nicht unüblich. Wir haben hier Marcel Janssen gehabt, ehemaliger Nationalspieler, FC Bayern, HSV, jetzt im Aufsichtsrat. Der spielt, glaube ich, in der dritten Mannschaft oder vierten Mannschaft. Genau, oder genau. Der ist auch ganz begeistert. Er sagt, der Verteidiger macht, ist auch Zeugwart. Der wäscht also die Sachen und so. Ja. Also selbst da ist es nicht unüblich. Das ist einfach cool. Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, das ist sogar bei euch schon professioneller. Und was ich bei Alten Gamme schon immer gut fand, das ist eine gesunde Infrastruktur. Richtig. Es ist nicht abhängig von einer Person, sondern ganz Alten Gamme und alle Unternehmer um Alten Gamme herum fühlen sich diesem Verein verbunden. Und das, was dort angepackt werden muss, das wird dann von vielen Händen angepackt. Und das ist natürlich ein ganz solides Fundament. Ja. Und das ist, denke ich mal, auch einzigartig, aber für eure Region typisch. Und deswegen wird es den Verein, egal in welcher Liga ihr spielt, und auch wenn es ein schlechtes Jahr gibt, wird es den Verein in der Zusammensetzung und in dieser Infrastruktur noch sehr lange geben. Und das finde ich nochmal erwähnenswert, weil das Vielen ist Dank. Halt ja, in Hamburg stimmt. nicht üblich. Nein, da hast du recht. Eine Frage nochmal, wir wollen die Leute ein bisschen überraschen und aus dem Konzept bringen. Wie würde der Spielerberater Jörn Geffert den Spieler Jörn Geffert anpreisen? Keine falsche Bescheidenheit. Falsche Bescheidenheit. Okay. So, ich bin jetzt Uli Hoeneß. Du willst dich verkaufen an mich. Ich habe ehrlicherweise. Es gibt Nürnberger Bratwürste. Nein, in meinem ganzen Leben nie eins gegen eins defensiv gewonnen, glaube ich. Ich habe es auch nie geführt in der Form, aber ich kann ein bisschen Fußball spielen. Also nach vorne raus, ich war ein Zehner, ganz alter Schule, wusste ein bisschen, wo das Tor steht irgendwie und kann halt einfach mit diesem Spielgerät umgehen. Das ist schon. Das ist nicht unwichtig, ne? Das ist nicht ganz, nicht ganz. Wir erleben es immer wieder, dass Leute über den Ball stolpern. Ja, das ist so. Und selbst auf allerhöchstem Niveau geht es heute eben tatsächlich einzig um Athletik. Ich würde ehrlicherweise heute keinen Stich mehr machen. Habe ich in meiner Zeit schon. Naja, also das muss man ja auch nicht verlieren, wenn man eine Hornbrille trägt und schon leicht graues Haar, dann muss man ja nicht mehr gegen die jungen Leute auflaufen. Leicht graues Haar, das ist so. Aber das war auch damals war das Problem, dass es nur Fußball war ausreichend eigentlich für alles. Ja. Aber so der Rest, Athletik, Geschwindigkeit und dann eben auch mal gegenprellen, irgendwie, das war nicht so meins und daran ist gescheitert. Nun hast du einen sehr talentierten Sohn. Stimmt. Würdest du den als Spielerberater, als Vater auch als Spielerberater betreuen wollen? Ja, natürlich. Ja, weil du weißt, dass es keiner ehrlicher und keiner besser macht. So ist es. Genau, so ist es. Das wäre so. Genau. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Wie alt ist er davon? Ist 13. Na ja, 14. Ja, ein bisschen wie siehst du das? Auch nochmal eine kurze Zwischenfrage, pardon. Wie siehst du es denn, dass heutzutage Jugendliche schon unter 18 Jahre, teilweise 14, 15 Jahre, schon Vorverträge haben, Spielerberater haben, die das für sie in die richtige Wege leiten wollen. Ist das gut? Ist das nicht gut? Das kommt mir immer so. Früher hat man gesagt, die Tennisväter oder Tennismütter, die wollten, dass das, was sie im eigenen Leben nicht geschafft haben, das sollen die Kinder jetzt für sie vollbringen. Ja. Und hier geht es natürlich nicht um die eigenen Kinder, sondern auch um sehr junge Menschen. Und es lockt eine wahnsinnig viel Geld. Das wissen wir. Es ist unglaublich viel Geld, was da drin ist. Da müssen andere Leute Leben lang für arbeiten, wenn einmal so ein Deal über die Bühne geht. Und wie siehst du das? Ist das okay? Sollte man da sich noch ein bisschen mit Zeit lassen, so junge Spieler, also schon Jugendspieler unter Vertrag zu nehmen? Ich finde es dramatisch. Also wenn ich so sagen darf, ich finde es am höchsten Maße verwerflich und dramatisch. Sondern ich finde, dass tatsächlich sogar auch Spieler über 18, aber auf jeden Fall bis 18,
Ich habe mal ein kleines Dossier entworfen für die DFL nach Aufforderungen, wie man Spielerberater eben letztlich auch definieren kann. Und dazu gehört er auf jeden Fall als eines der ganz wichtigen Voraussetzungen, einfach, dass das, der Spieler unbedingt 18 sein muss und bis dahin einzig Freunde, Eltern, vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, bei sich haben soll. Man braucht mich gar nicht und man braucht den Berater auch gar nicht. Genau, das finde ich. Das ist vollkommen absoluter Unfug. Ja. Finde ich auch, weil es geht ja schon konträr, was der Spielerberater will und was der Vater oder die Mutter will. Und wenn der Spielerberater sagt, also pass auf, du kannst jetzt irgendwann bei Bayern München spielen oder Dortmund, du musst das und das tun, und die Eltern sagen, du musst erstmal dein Abitur machen, dann kommt man da schon mal in die Schwierigkeiten. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und das finde ich dann also schon sehr fragwürdig, weil klar, wer heute Fußball spielt und irgendwo einmal in der ersten Liga gespielt hat, der muss sich für die Zukunft im Grunde keine Sorgen mehr machen. Aber es gibt ja viele Leute, die es eben aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht schaffen. Mhm. Und dann geht das los mit 24, 25 Jahren das Abitur zu machen, das wird schwer. Absolut, hast du vollkommen recht. Gut, das Leben besteht auch nicht nur aus einer finanziellen Absicherung, sondern Charakterstärke. Ja. Dass man mit Vater und Mutter, wenn man beide hat, aufwächst und lernt und andere Dinge im Leben mitbekommt, die vielleicht wichtiger sind als ein dickes Bankkonto. Genau. So, und das, kommt, ist schon nicht schlecht. Das kommt auf, die Kombination ist gut, aber das dicke Bankkonto ist irgendwann dann vielleicht auch aufgebraucht, aber das, was man von der Familie, von den Eltern mitbekommt, das zählt bis zum letzten Atemzug, oder? Ja. Ist absolut, und das Ding ist der Schritt davor, Michi. Du hast im Grunde genommen du weißt ja noch gar nichts von dem dicken Bankkonto. Mhm. Wenn du 15, 16 bist, ist es viel, viel wichtiger für jeden Menschen, Mädel wie Junge, aber in dem Fall Junge höchstwahrscheinlich, weil da wird Geld verdient, der Fußball spielt, der verpasst grundsätzlich zwischen 14 und 18 in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren, bei allem Respekt, verpasst alles, was irgendwie Spaß macht. Seine Leute gehen permanent steil irgendwie und alles das ist wichtig für diese Jungs auch. Ja. Ich bin nach wie vor ein absoluter Verfechter, auch aus der Hüfte zu kommen, also ein bisschen später, 17, 18, sich immer noch in Hamburger oder beziehungsweise in seinen Oberligen oder sowas zu zeigen. Da spielst du überragenden Fußball und dann schon mit den Jugendlichen, und denn, wenn er richtig gut ist, dann geht es auch nochmal quer. Ne, ich muss nicht ab 14 irgendwo mein Leben beenden, was Jugendliche angeht, um dann halt irgendwie durchzugehen, weil es gibt da, glaube ich, tatsächlich Statistiken, die bedeuten, das schafft irgendwie einer von 1000. Das ist jetzt nicht so viel, also das zum Thema Geld verdienen, das ist keinesfalls garantiert. Und dann kommt der Weg in den Seniorenbereich und da wird die Luft ganz dünn. Und dementsprechend würde ich immer sagen, mach dein Zeug als normaler Junge in dem Zusammenhang und gehe dann, wenn es einfach gar nicht zu vermeiden ist, dann gehst du halt hoch. Und dann bist du aber schon mal groß. Tolle Meinung, tolle Auffassung. Ich denke, bei der DFB wird uns verfluchen. Aber gut, da muss jeder selber wissen, wie viel Erfolg er in der letzten Zeit gehabt hat. Und bei uns darf man natürlich seine Meinung äußern. Dafür sind wir da. Unbedingt. Und ich finde es auf jeden Fall richtig. Schön. Vielen Dank. Ich danke dir auch, mein lieber Jörn. Recht herzlichen Dank. Jörn Geffer. Danke sehr. Trainer-Fußballspieler. Meine liebe Nadine, du wirst gefordert. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBed EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.